Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen aus der Werkstatt des Altmetalls und ich hoffe, heute läuft das alles glatt, denn wir machen es nur einmal. Der Schweißtisch. Ich habe letzte Woche das Ding angeteasert. Ich habe mir jetzt einen Lochschweißtisch bestellt nach langem Sparen. Ja, da liegt das Ding in voller Pracht. 1 Meter mal 2 Meter mit 6 mm. Das sollte dicke reichen. Hier kann man keinen super dicken Stahlbrau drauf fahren. Das wollen wir aber auch nicht. Und umso dicker das Ding wird, ne, in bis zu 20 mm, umso teurer wird er natürlich. Deswegen, ja, der Julian, der Chef, sagt, das ist alles geil. Das reicht vollkommen aus. Das sind die 4 Füße, die er mitgeschickt hat. Ich habe den jetzt bestellt, damit der Tisch nachher eine Gesamthöhe hat von 96,5 cm. Das ist ungefähr meine jetzige Werkbank. Die ist recht hoch. Und das ist die Tischverlängerung, 1 Meter breit mal 400. Da warte ich jetzt noch auf die Seitenflanken, das heißt die Seitenwangen, die Verstrebung, die schickt danach, um den Tisch nochmal um 40 cm zu verlängern, dass ich auf 2,40 Meter komme. Meine Werkbank jetzt hat 2,20 Meter plus den Trägerüberhang, also ähnliche Maße, ein bisschen schmaler. Genau, ich habe eben gerade noch mit ihm geschnackt, wie man es am besten macht. Wie man den abzwingt, wie man den am besten abschweißt. Und ich bin ja ein Freund davon, keine Doktorarbeit aus allen Dingen zu tun und zu machen. Also wenn wir den mal abheften. Ja, jetzt hat er mir gerade ein Bild geschickt, ungefähr dieses hier. So viel Schraubzwingen hat der normale Schrauber im Regelfall nicht. Das ist so. Schraubzwingen sind teuer, besonders in der Größe, wenn man Markenqualität hat. Ich habe immer ganz oft hier diese Discounter-Schnellzwingen, ne? Die haben bislang immer ganz gut gereicht und erfüllen ihren Zweck. Ja, eine habe ich mal investiert, hier in so einer großen, ich glaube, die ist von Bessie, ist die, glaube ich, ne? Ja, das ist so eine große, die habe ich mal gebraucht, wo ich mal richtig Kraft brauchte, mit viel Länge. Die hat richtig Kohle gekostet, ich weiß gar nicht, was die damals gekostet hat, bestimmt schon 3 Jahre her oder 4. Hat im Regelfall kein Mensch. So, wir müssen jetzt diesen Schweißtisch zusammenziehen. Der ist wirklich richtig gut gelasert, aber hier sieht man das. Hier flext das überall ein bisschen, man kann das überall ein bisschen drücken. Und die hier müssen nachher ineinander liegen, dass die hier bündig sind. Das Ding ist hier wirklich auf Zehntel gelasert. Da ich keine Schraubzwingen habe, nehme ich Gewindestangen. Der Tisch ist 1 Meter breit, eine Gewindestange hat im Regelfall 1 Meter, das reicht nicht. Und hier ist auch schon über was angeschweißt, was ja vollkommen egal ist. Also müssen wir jetzt hier nochmal 10 cm verlängern. Gewindestange kostet wenig Geld, ja, das ist so. Es gibt so eine Verlängerungshülsen, kann man sich kaufen, kann man auch lassen. Wir wollen uns einfach behelfen und deswegen nehmen wir hier einfach Mutter. Ne? Halbe Mutter reicht vollkommen aus, um hier den Zug raufzukriegen. Das heißt, ich werde die gleich nochmal bündig abschneiden. Wir drehen hier einfach die Mutter rauf, bis die Mutter halb gefüllt ist. Und schrauben hier gleich die zweite Gewindestange gegen, um sie zu verlängern. Und dann stecke ich hier die Gewindestangen durch, damit wir die Flanken rangezogen kriegen. Genau. Runterziehen mit diesem günstigen Segment Schraubzwingen funktioniert. Aber die Öffnung nicht. Ich habe eine große, die noch heile ist. Damit können wir hier auch ziehen. Ja, hier. Zum Runterziehen reichen die kleinen. Man versucht es mit eigenen Mitteln. Ne? Jetzt irgendwo hinfahren und sich 20 Schraubzwingen zu leihen, kann man machen, kann man auch lassen. Es geht anders und besser und einfacher und würdiger. Das ist so. Und deswegen werde ich kurz die Gewindestange vorbereiten. Ich werde das Ding hier abzwingen, Schweißgerät vorbereiten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Ich habe jetzt 3 Gewindestangen quer rüber.
bei mehr 12er Gewindestangen habe ich nicht. Aber so fällt uns das Ding nicht auseinander. Ich werde die Grüngurte auch erstmal dran lassen. Er sagte, machst du ab. Ja, das kann man machen, wenn man das ganze Ding hier verbolzt oder wirklich mit Klemmen versieht in alle Richtungen. Ich werde es anfangen an der kurzen Seite. Habe den Tisch jetzt weiter rüber geschoben, damit er weiter auf der Palette liegt, dass er hier Druck kriegt. Ich wollte ihn eigentlich erst auf der Trägerwerkbank schweißen. Ne? Also wirklich gerade auflegen. Ja, man bewegt den hier nicht mal eben kurz, auch nicht mit zwei Leuten oder drei. Der ist schon so schwer genug. Ich fange jetzt an der kurzen Seite an, in der Mitte. Zwinge den hier immer ran und runter. Das heißt, den Mittelsteg und die Außenwange ziehe ich jetzt runter. Und er sagte, nimm Kunststoffhammer und dann kannst du hier, die müssen bündig sein. Und dann kann man jetzt hier mit dem Kunststoffhammer den in Position bringen. Da kommen dann auch nochmal die Zwinge ran. Vielleicht mal ein bisschen versetzen hier. So. Ja. So, dass die hier bündig sind. Ne? Da. Genau. Jetzt werde ich anfangen, innen drin hier einen Schweißpunkt zu setzen. Dass wir den erstmal zusammenheften. Und falls man das irgendwie versauen sollte, kann man noch mal einen Heftpunkt lösen. Ich sag mal so, die ersten 10, 20 Heftpunkte kann man so ein bisschen als Üben nutzen. Ich denke, das muss man ja auch ein bisschen gewissenhaft machen. Ist da nachher Luft zwischen? Fängt das Ding an zu klappern? Ist krumm, schief, irgendwas? Aber durch dieses Design, dieses Verschachtelte, das ist eigentlich alles schon wirklich gut gefertigt. Das liegt durch Eigengewicht auf. Und hier wird er nachher komplett abgeheftet, ne? Wirklich in allen Ecken, in der Mitte zwei rein. Wenn man jetzt mal so durchzählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13 Punkte in einem Karree. Und man zählt die Karrees mal durch, dann weiß man, was man hier an Schweißpunkte reinsetzt. Genau. Wie gesagt, das ist ein Meter mal zwei. Für normalen Menschen, der so ein bisschen kleinen Tüdel-Metallbau macht, ein bisschen was bastelt, reicht ein 600, 800, 800 Mann Meter so in dem Dreh. Das ist dann so ein Feld von so mal so irgendwo. Das ist ein Meter mal 800, das reicht eigentlich vollkommen aus. Aber man will ja das Gleiche an Arbeitsfläche haben, was man vorher hatte. Genau. Ich werde jetzt das Schweißgerät mal raustoppeln. Ich hoffe, dass mein Gas noch reicht. Dann bin ich auch mal so eine Sache. Was haben wir denn noch drauf? Ja, 50 Bar, das kann reichen. Und dann werde ich mir gleich mal bei diesen Temperaturen einen Pulli überwerfen. Ein, zwei Probeheftpunkte machen. Und dann löten wir den zusammen, Leute. Ja, 20 vor 11. Ja. Nochmal schon mal so vorab. Bevor wir jetzt hier gleich reingehen, wenn wir den nachher von der anderen Seite sehen, dann kommt auch nochmal so ein richtiger Aha-Effekt, weil ich habe ein komplettes Raster drin mit Diagonalen, mit Radien. Eigentlich so die Vollausstattung dieses Tisches. Man hat natürlich im Vorfeld auf anderen Seiten geguckt, ne? Wo kostet so ein Tisch am wenigsten, wo kriegt man das meiste. Viele Kleinunternehmen, die sagen, ja, wir machen sowas oder ja, der bohrt auch so eine Dinger auf der Laseranlage. Das Ding ist, dann kaufst du so einen Tisch. Ich möchte es nicht verallgemeinern. Ich möchte die anderen Tische um Gottes Willen nicht schlecht machen. Aber GWT ist jemand, der ist als kleiner, normaler Mensch, als Metallbauschlosser, so wie ich, aufgewachsen. Hat gesagt, komm, ich habe da Bock drauf. Es gibt nichts Geiles auf dem Markt. Ist mittlerweile eine Firma, vertreibt die Dinger. Du kannst für diesen Tisch alles kaufen. Ob heute, ob nächstes Jahr, es ist alles da. Verlängerungen, irgendwelche Racks, Winkel, Anschläge und es passt. Es passt zu diesem Lochraster und ja, wenn du den woanders kaufst, die vielleicht nicht diesen Spektrum haben im Umfang, dann fängst du nämlich an, irgendwelche Löcher zu bohren oder hast hier einen Versatz drin. Wenn die hier nämlich den Nullpunkt verändern und man würde nur mit diesen Bohrungen 5 mm in irgendeine Richtung gehen, dann passt diese Kante nicht mehr. Und bei ihm sind wirklich die Nullpunkte immer gleich. Deswegen passt hier alles lückenlos ran. Und auch der Tisch, wenn man den hier nachher ranflankt, geht das nahtlos in einem Zug mit dem Tisch weiter.
Und das war mir wichtig. Er selber ist cool, ich hatte mit ihm telefoniert, ich schreibe mit ihm. Er hilft mir hier auch gerade so ein bisschen per WhatsApp, wo machst du welchen Heftpunkt. Das heißt, Support ist top, Lieferung top. Und das möchte man als Kunde haben, wenn du das Geld dafür ausgibst. Genau. So, jetzt aber los, Leute. Genau. Gret, Rutzel, Rutzel, Brutzel, Brutzel. Ne, die ersten Punkte gucken wir uns doch an. Danach wird es wahrscheinlich ein bisschen Zeitraffer sein und die Zeit auf der Uhr läuft immer weiter und dann ist hier nachher Schweißen angesagt. Aber erstmal heften wir ihn ab. Kriegen wir da noch mehr Dampf auf der Orgel? Geht da noch mehr? Nee, Geräteleistung ist erschöpft, glaube ich. So. Da komme ich jetzt nicht rein, die Platte soll ich drinnen lassen, sagt er. Okay. Ja, und so muddelt man sich jetzt hier durch, ne? Stück für Stück. Heften. Spannen. Gucken. Runterklopfen. Ja, das wird jetzt die Beschäftigung für die nächsten Stunden sein. Ja, sehr schön. Aber es gehört auch mal ein bisschen dazu, ne? Also ich hätte ihn auch fertig kaufen können und sagen können, hier komm, hefte mir das Ding komplett zusammen. Dann kommt das Ding hier stehend auf der Palette an, stellt man in eine Werkstatt und ist das fertig. Ja, das will man aber auch nicht, ne? Also so ein bisschen dieser Bastel-Effekt gehört schon dazu. Und deswegen macht man's. Jo. So schick. Pulli-Schutzkleidung ist natürlich ein Pflichtprogramm, ne? Also sowas hier im T-Shirt abzuheften macht wenig Sinn. Schweißschirm ist natürlich auch schön. Hier kann ich aber schön den Handschuh rüberhalten, deswegen geht's. Und ja, ich werde jetzt die andere Seite abheften. Ziehe den Tisch jetzt hierher, dass mir die Seitenwange nicht abhaut. Und dann werde ich die Gurte aufmachen. Kann ich die Platte rausnehmen, um den hier drinnen abzuschweißen. Genau, das machen wir. Und dann nehmen wir gleich mal eine Platte raus. Hier ist jetzt auch abgeheftet, nur unten, wie gesagt, das ist erstmal, dass er hält. Jetzt werde ich hier mal die Gurte raustrennen. Die Seiten können da nicht mehr abhauen. Und so haben wir halt Platz zu arbeiten und können hier die Platten rausnehmen. Ne? Die sind hier reingelegt. Hier werden nachher die Füße angeschraubt. Aber hier die Ecken, seht ihr das? Hier dieses. Dieses Spiel, das muss hier raus. Das sieht man alles mit der Zwing zusammen. Also das Konzept ist geil. Es ist natürlich nicht neu. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass es hier, dass das Rad neu erfunden wurde. Aber
das bekommt auch ein Hobbyschlosser hin, ohne da groß irgendwie einen Doktortitel oder Professor zu haben. Nö, muss ich sagen. Wenn die Basis nachher stimmt und die Ecken sind dran und die Wangen. Und hier ist er abgeheftet, dass er hier überall plan anliegt. Dann kannst du mit Schweißgerät wirklich richtig Gas geben. Ne? Ja. Hier muss ich mal gucken. Ich hatte, die habe ich bei eBay bestellt, waren jetzt aber nicht viel günstiger, als wenn ich sie bei ihm direkt bestellt hätte. Hier. So eine Drehteile. 16 mm. Kann man nämlich hier abstecken. So. Steckt 2 Euro. Kosten sie bei ihm auch, glaube ich. Genau. Ja, ich mache jetzt hier weiter. Hier Schraubzwinge ran, Schraubzwinge ran, Schraubzwinge ran, Ecken heften. Dann kommt die Platte wieder rauf. Ne? Die Platten werden wahrscheinlich hier in den Ecken verschweißt oder hier. Das werde ich aber wahrscheinlich zum Schluss machen. Ne? Erstmal mache ich das Gatter fertig, komplett. Platten bleiben drinnen liegen. Und wenn das Ding nachher verschweißt ist, kommt hier eine Zwinge rüber. Und dann werden die hier verschweißt. Und war schön, ey. Das ist echt schön. Gefällt mir. Ja, ich habe mich schon das erste Mal umgezogen. Erstes T-Shirt ist durch. Ist auch ein bisschen warm hier drin. Alles gut, besser als 20 Grad minus. Ne? Ringsrum habe ich den jetzt abgeschweißt. Immer links, rechts, oben noch nicht. Wirklich jede Position runtergezogen, rangezogen. Also es geht eigentlich mit 4 Schraubzwingen und ein paar Gewindestangen. Da kann man sich mit helfen. Ganz viele Schraubzwingen und alles miteinander verschrauben wäre natürlich wesentlich geiler, geht schneller, wenn er die in seinem Betrieb abschweißt. Er zwingt wirklich ringsrum, das Ding liegt plan auf, dann schweißt er die ab, allein um Zeit zu sparen. Ne? Privat geht das. Ne? Gewindestangen kosten so gut wie kein Geld. Vier so eine Schraubzwingen, die hat irgendwie jeder irgendwie rumliegen, das reicht aus. Mehr braucht man nicht. Und mit meinem Gerät hier mit 170 Ampere, ich schweiße jetzt maximale Leistung, also 5 ist 6, der ist überdreht. Das heißt, irgendwie 170 Ampere reicht auch. Also man muss hier keine 200 Ampere wassergekühlte Pulsanlage haben. Dann dauert der Heftpunkt halt ein bisschen länger. Ne? Das ist so. Genau, ich werde jetzt die Ecken fix machen. Die eine Platte habe ich hier schon eingeheftet. Ich werde jetzt noch mal rausnehmen. Ach, gut, wird immer strammer, weil sie halt reingezogen sind. Ne? Es ist wirklich passgenau. Und der ist auch schon abgeschweißt, sehe ich. Genau, so wie hier. Oh. Hier schweiße ich jetzt die Ecken. Ne? Dass wir hier unten die Ecken schweißen, ringsrum. Oben hält er nachher durch die Platte. Weil wenn wir hier schweißen und hier, dann zieht er hier natürlich ein bisschen rein. Dann klemmt die Platte. Habe ich gerade bei der gehabt. Deswegen unten abschweißen, oben Platte rein, Platte hält den Rest. Und dann werde ich anfangen, hier das Karree zu heften. Er sagte, durch das Eigengewicht reicht es aus. Und hier ist eigentlich kaum Luftspalt drin. Ne, hier hängt er jetzt ein bisschen über Palette rüber, hier liegt er auf. Das reicht aus. Ich werde aber gleich eine Schraubzwinge umbauen, um hier punktuell wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Zwinge den in der Mitte runter, hefte den ab. Und dann ist Gas angesagt, dass wir den komplett durchschweißen. Reihe für Reihe, wirklich links, rechts, in der Mitte immer noch 2 rein. Und so kommen natürlich die Schweißpunkte zustande. Ne?
und überall Schweißschutzspray rein. Ne? Ich habe den ganzen Tisch schon eingesprüht. So eine Dose, da kommt es nicht drauf an. Umso weniger Schweißpickelbildung haben wir nachher. Den habe ich vorhin schon einmal komplett abgezogen damit. Manche reinigen das ganze Material vorher auch. Wie gesagt, bei mir gibt es keine Doktorarbeit. Ja, liebe Leute, 14 Uhr und es sind so 2, 3, 4 Heftpunkte jetzt gesetzt. Es ist schon massiv, ne? Es ist massiv. Es ist alles geheftet. Er sagt, schweißen müssen wir da nichts. Die Eckplatten habe ich jetzt auch nur geheftet. Die werde ich jetzt mit der mit dem Winkelschleifer einmal glatt bügeln. Ja, und dann werden wir die Füße schweißen. Man kann den Tisch natürlich auch fertig geschweißt bestellen. Ich glaube, das kostet 225 Euro Aufpreis, was ich persönlich für bald zu wenig finde. Also, wenn das jemand gewerblich macht und schweißt für 225 Euro so einen kompletten Tisch zusammen, ja. Ist so, es sind viele Punkte. Also er sagte, 500-600 Punkte brauchst du. Gehen wir jetzt einfach mal von... Ach, haben wir schon mal gezählt. Ich gucke noch mal kurz nach. Moment. So, 14 im Karree. Ne? Unten in den Ecken, oben in den Ecken sind 8. Jeweils 2 noch mal drin. 10, 12, 14, 16 sogar. 16. Und wir haben hier, sagen wir mal, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 Karrees. Also 50 mal 16. Haufen Schweißpunkte. Ne? So, das teilt man jetzt einfach mal durch 225 plus ausrichten. Dann ist so ein Heftpunkt gar nicht mehr so teuer, wenn man es mal runterbricht. Mit elektrischer Energie, das heißt Strom fürs Gerät, Gas, Draht, ein bisschen Verschleißmaterial, das heißt Stromkontaktor, Düse. Die Arbeit, die Zeit, den Dreck, wie gesagt, kann man fertig bestellen. Ist wahrscheinlich fast effektiver. Ich putze ihn kurz sauber, werde hier in dieser GoPro mal eben den Akku wechseln und dann werden wir hier die Füße mal zusammenbauen. Hier müssen nämlich Muttern aufgeschweißt werden. Hier kommen Muttern drauf und dann kommen diese Platten hier rein. Die werden nämlich auch eingeschweißt und dann können wir ihn auf Füße bringen. Genau.
Blank sind sie. Sehr schön. Ich schleife da auch nicht zu viel rum. Ich bin nicht so der Freund von Schleifen. Ne? Man darf auch die Punkte gerne sehen. Jetzt müssen wir die Platten basteln für die Füße. Das heißt, eine Seite für die Maschinenfüße. Optional gibt es das Ding natürlich auch auf Rollen. Ich wollte hier Maschinenfüße haben, denn es wird einmal positioniert, eingestellt, schön in Waage. Dann reicht das. Rollen wäre natürlich schön, kann man hier um die Ecke ziehen, hat man ein bisschen mobil. Aber vier Rollen, ne, irgendwas kippelt ja immer. Und deswegen wollte ich Maschinenfüße haben. Eine Seite Platte, das ist natürlich hier unten. Es ist alles konturgelasert, was hier schön saugend reinpasst, um hier auch eine kleine Naht reinzulegen. Da werden ein bisschen die Ecken verschweißt, das reicht ja vollkommen aus. Und diese Anschweißmuttern, ne, das sind die Anschweißmuttern, die haben ja so einen kleinen Bund, passen hier so in die Bohrung rein. Dann kann man die runterzwingen, dann sieht das so aus. Und da macht man jetzt drei vernünftige Punkte ran. Man muss das Ding nicht komplett voll verschweißen. Drei kleine Nähte, fertig. Ne? Dass wir hier so die Flanken schweißen. Genau, die haben ja so einen kleinen Absatz. Warum die genau an diesen Kanten hier außen die noch haben. Ich weiß nicht, vielleicht, dass man die Ecken besser aufschmelzen kann. Keine Ahnung. Kommen wir rauf, braten wir an und dann machen wir die Rohre fertig. Dann werde ich zwei Füße anbauen, wahrscheinlich auf dieser Seite. Und dann werden wir es hier gleich mal mit zwei oder drei Leuten einmal drehen, dass es auf den Füßen steht. Andere Seite Böcke unter, Füße unter. Und dann gucken wir uns den endlich von der anderen Seite an. Ich bin selbst gespannt, wie es in live aussieht. Das wird wahrscheinlich so schon reichen. Ich werde jetzt hier an die Seiten nochmal jeweils einen Punkt setzen und dann ist aber auch genug. Ich habe den Fuß jetzt bequem mit einer Schraubzwinge am Tisch befestigt, hole mir darüber auch die Masse. Jetzt nehmen wir unsere geschweißte Platte. Legen die einfach rein, drücken sie runter, verschweißen die Ecken, fertig. Was man vorher noch prüfen kann, wenn die Teile abgekühlt sind, ob die Gewinde leichtgängig sind. Hier kann man sie halt auch bequem nachschneiden. Wäre es Edelstahl, wäre das jetzt nicht so möglich. Edelstahl klemmt meist sofort. Genau, richte es kurz aus. Zwei Finger rauf, anheften, schick. Das wird auch vollkommen ausreichen. Ne, in nur die Ecken angeheftet. Ja, man kann das so komplett verschweißen, macht aber gar keinen Sinn. Und ja, so nimmt man natürlich nicht die Optik. Ne? Schon ein bisschen warm, Leute. Ja, aber ging gut weg. Ich schraube jetzt hier gerade die Füße noch zusammen. Auch die Platten, ich habe die alle nur eingeheftet. Ne? Auch die andere Seite. Mit Punkten ringsrum, so dass die Fläche heile bleibt. Die brauchen wir nämlich als Anlage. Und jetzt stelle ich den so ein, dass ich eine Tischhöhe von 96 habe. Das ist so. So sieht das dann aus. Kann man nachher noch ein bisschen einstellen. Der Plan ist eigentlich gleich, den umzudrehen. Das werde ich aber nicht zeigen, weil irgendeiner hat dann wieder was zu meckern, dass wir. Naja. Hier lege ich zwei Kanthölzer unter, hier, dass wir den gleich von der Palette hier anheben. Dann rutscht er hier auf die Hölzer, dann drehen wir den Hochkant hin, über einen Punkt hinweg, dass er auf diese Füße steht. Dann haben wir eine Seite schon mal dran und die andere Seite kann ich dann Bock unterstellen und zur Not mit dem Wagenheber anheben. Und dann ist er gedreht. So ist jedenfalls der Plan.
Ich mache den jetzt auch nicht groß sauber. Man kann das natürlich jetzt hier noch mit Meißelchen überall drin rumtüdeln und kann das hier alles sauber machen. Und der Dreck, der wird da schon rausfallen. Ne? Es ist immer noch ein Arbeitsmaterial, ein Arbeitsgerät, ein Tisch. Und ist gerade mit GLS gekommen. Hier mein selbstgemachtes Geburtstagsgeschenk. Hab wohl erst am Ende des Monats, am 26. Juni, habe ich gestern bestellt. Heute schon da. Gucken wir gleich noch rein. Sehr geil. Genau. Ich mache Füße fertig. Ich werde ihn auch ausmessen. Alles bereitlegen. Und dann werde ich hier mal Hilfe holen und dann drehen wir den Tisch mal um. Hoffe ich. Hoffe ich, dass wir den mal eben umdrehen. Da ist er. Ja, Schweißtisch steht, Leute. Richtig cool. Ich habe ja gerade meine Wasserwaage draufgelegt. Die rote, die ist nämlich wenigstens noch gerade. Er ist gerade, macht in der Mitte ganz leichten Bogen. Also ganz leicht. Wir reden ja schon wieder jammern auf ganz hohem Niveau, ja, weiß ich. Hier kannst du lang gucken. Ne? Ich meine, gucken ist immer auch mal ganz gut. Das Plan, auch diagonal. Wie gesagt, hier hat er irgendwie einen ganz leichten drin. Zwei, drei Zehntel vielleicht in der Richtung. So ist er komplett glatt. Ja, ist so. Macht gut was her. Hier sind... ja, sieht man das? Hier sind die Diagonalen, also hier ist ein Raster drin, ein 50er Raster. Die Diagonalen sind reingelasert. Hier sind die Radien eingelasert. Hier. Natürlich alles sind fein. Ne? Man will es ja nur so, dass man hier irgendwelche Radien hat, so ein bisschen Konturen für die Augen. Jetzt hat man natürlich, so wie hier, also Schweißschutzspray macht natürlich immer Sinn. Ein Schweißpunkt habe ich da gerade gesehen. Da muss ich hier mal mein super Schlosserwerkzeug nehmen. irgendwo ein Schweißpunkt. Schweißpunkt. Hier. So. Den werde ich mal wegklopfen. Und dann hauen wir hier mal das Finish rein mit dem Exzenterschleifer. Muss mal gucken, hier ist jetzt 280er Papier drauf, ist wahrscheinlich ein bisschen sehr mild. Ich muss mal gucken, was ich noch habe. Ich habe noch 80er, aber 80er ist natürlich lackierter Asphalt. Ne? 80, muss ich mal gucken. Genau, und dann ziehen wir den noch schicki ab und dann ist fertig. Und für das Wohlfühlprogramm. So, genau, habe ich ja gesagt. Den habe ich mir jetzt auch noch gegönnt. Ich werde mal hier kurz den Lieferschein rausnehmen. Moment, und die Rechnung. Ja, sind nicht die günstigsten auf dem Markt. Aber auch bei Schraubstöcken, wer billig kauft, kauft da wirklich mehrmals. Ich habe mir ein 140er Heuer Schraubstock gekauft. Oh ja. Guck mal hier. Ah, 20 Kilo das Biest. So. So, den kann man jetzt genau so daran schrauben und dann bleibt der auch immer neu. Ne? Ja, so. Ja. Oh, schön, oder? Oh. Ja. Prügelinski. Sehr gut. Schraubstockverlängerung habe ich ja bestellt. Die wird hier vorgeschraubt. Das heißt, der steht dann so am Schweißtisch.
Muss ich mal gucken, wo ich den lasse. Hat es eine Backbreite von 140 mm. Geht natürlich super stramm. Und so ein Heuer, da kannst du auch mal richtig welche oben rauf kloppen. Ja, der kann das ab. Wie gesagt, Heuer-Schraubstock ist nicht der günstigste. Ich habe gestern bei, also ich bei Amazon im Endeffekt war, ich glaube, 10 Euro teurer. Kann ich gerne verlinken. Ich habe es bezahlt, das ist ein Lieferschein. Der hat es gekostet mit Versand 212 Euro, ein paar zerquetschte. Und ich glaube, bei Amazon liegt er gerade bei 225 oder so in dem Dreh. Ja, so ist es. Dachte ich mir, komm, wenn du hier schon so viel Kohle für so einen Tisch ausgibst, ne? Und die Verlängerung. Und der kommt ja noch, die Seitenflanken. Dann haust du da auch gleich einen neuen Schraubstock ran. Dann ist das alles geil. Ich will mal kurz einen Kaffee trinken. Wird dir mal kurz ein bisschen aufräumen. Ganze Pappe wegschmeißen und hier die Bänder und so ein Kram. Den Tisch weiß ich auch noch nicht, wann ich den umräume, weil ja, mit zwei Leuten trägt man den nicht weg. da muss ich mal gucken. Hier muss der ganze Krempel auch erstmal weg. Die Platten müssen runter. Den Tisch werde ich wahrscheinlich erstmal abbauen. Den kann man nämlich schrauben. Das sind hier aber nur Träger. Und das Mittelrohr ist, oh, ich hoffe, ich habe es geschweißt. Ja, ist angeschraubt. Ist angeschraubt. Ja. Dann kann man nicht die Füße, das kann man alles ein bisschen schlank machen. Man kann das natürlich erstmal ein bisschen beiseite räumen. Ja. Was man nicht alles beiseite räumt. Tisch hin und dann mal ein bisschen schick machen den ganzen Kram. Ich bin gleich wieder da, Leute. Kurz ein Käffchen. Ja, Leute. Erst zusammen geschweißt. Steht gut da. Gefällt mir wirklich sehr. Und es ist halt immer wieder erstaunlich, was die Lasertechnik so hergibt. Ne? Echt, hier ist es alles bündig. Ne? Wirklich bündig. Es sind natürlich Brennkanten. Es ist halt immer noch geschnitten. Aber es fühlt sich super an. Ja, das kann man natürlich hier wild dran rumschleifen. Man kann es auch einfach lassen. Und deswegen versucht man auch so eine Ecken wie hier wirklich so zu schweißen, dass man hier gar nicht mehr den Flex drauf muss. Ne? Genau. Ich habe den jetzt nur einmal mit Makita abgezogen. Jetzt mit einer 100er Scheibe. Der wird jetzt einmal sauber gemacht, wird ein bisschen geölt. WD-40, irgendwas, Ballistol, keine Ahnung, dass er nicht rostet. Und ja. Ich denke mal, ich werde da so irgendwie eine Matte rüberlegen oder irgendwas, weil wenn ich den normal als Werkbank nutze und ich habe jetzt hier kleine Schrauben oder so Muttern oder so, das ist halt das Problem an so einem Lochtisch. Man packt sie rauf und sie sind immer weg. Ja. Genau, deswegen kommt da irgendwie was rauf. Ich finde es cool. Ich habe lange gezögert und gewartet, bis ich meinen gekauft habe. Jetzt, wo er hier so drin steht, da kommt er, wie gesagt, noch die 400 mm Verlängerung ran. Das heißt, der wird ja noch mal ein Stück länger. Ich sag mal hier so Zollstock aufgeklappt. Ne? Das kommt hier noch mal ran. Das ist schon sehr, sehr cool. Ne? Ja, auf eine Höhe. Man kann jetzt immer noch vernünftig untersitzen, auch mit so einem Hochstuhl. Deswegen habe ich den so gewählt mit flachen Seitenwang, der hat jetzt 150, den gibt es auch noch mit 200, dann kann man aber schlecht untersitzen. Ja, sehr, sehr geil. Ich würde euch aber empfehlen, den in fertig geschweißt zu kaufen. Ja, also wer richtig Bock hat und hat die Dinger schon stehen oder hat eine richtig geile, vernünftige Werkbank, so wie mit den Trägern, ich hätte es auf den Träger machen sollen, dann steht man vor der Arbeit und kniet nicht die ganze Zeit oder steht gebückt. 225 Euro, glaube ich, für den großen. Die kleineren wären natürlich günstiger. Es ist super viel Arbeit. Ne? Das, allein diese Heftpunkte, 50 mal 16 Punkte, allein in den Raster. Die Füße haben jeweils 4, 8, 12, 24 pro Fuß. Das sind nochmal 100 Punkte für vier Füße. Das läppert sich. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Und für das Geld, was er da anbietet, macht man das sich selber.
Schön. Wirklich schön. Na, hier hängt noch einer drin, hier. Der muss dann nochmal raus gleich. Wird dann mal raustüppeln. Genau. German Welding Tools unten verlinkt. Wie gesagt, jeder möchte heutzutage irgendwie sparen. Rabattcode SteelStyler5. Ist nachher ein bisschen Zubehör über oder ein Satz Schraubzwingen oder ähnliches. Ist unten steht das in der Beschreibung drin. Und was richtig krass ist, guckt mal in diesen Shop rein. Also mir wurde das auch vorgeschlagen. Bei Insta hat mich jemand angeschrieben, sagte, ja, so und so, guck da mal die Lochschweißtische. Und alleine die Klötzer, so kleine Klötze, ne? 50, 50, 100, 200, die kannst du als meterlange Bars kriegen und dann in allen Variationen. Da kannst du jedes Maß angeben, jeden Würfel. Es ist unglaublich in diesem System. 6, 16, das heißt 6 mm Wandungsstärke, 16er Löcher. Und ich musste mich selber begrenzen auf dieser Homepage, weil der Warenkorb immer mehr wurde. Und dann habe ich gesagt, komm, dann lässt du das nochmal erstmal weg. Kommt vielleicht nochmal im halben Jahr oder so. Für mich war die wirklich die Basis Meter mal 2 plus Verlängerung. Weil ich nämlich hoffe, hier steht nämlich noch ein Werkstattwagen unter. Weil man, und das wird schon knapp, ja, wie man hier so sieht. Ich habe jetzt hier eine Höhe von ja, Unterkante 95. Hier ist eine Unterkante, wesentlich weniger, 82. Aber wenn hier die Verlängerung rankommt, bin ich wieder bei 96, 95, so in dem Dreh. Könnte also ganz knapp passen, wenn die Versteifungen in der Mitte nicht zu viel sind. Das weiß ich noch nicht. Und ich hoffe, dass ich den Wagen dann noch unterkriege. Und wenn ich die Rollen abbauen muss, ist mir egal. Der soll dann nämlich mit unter. Der hat nämlich eine Breite von... Moment. 40. Genau deswegen 40er Verlängerung. Stirnseitig soll dieser Wagen weiter unterbleiben. Ja, schön, Leute. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen Einblick gebracht, was man hier so alles machen kann. Wie gesagt, Schraubschock, ich verlinke ihn. Es gibt den noch 10 Euro billiger. Bei so einem anderen Shop habe ich mit PayPal bezahlt. Muss man als Gast kaufen. Amazon 230 Euro. Ja. Und wie ihr seht hier, 140 mm. Ja. Weil mein Russen, der da unten, das ist ein russisches Modell, ja, viele Jahrzehnte gehalten. Läuft aber nicht mehr ganz parallel und ganz sauber. Der klemmt nicht mehr richtig schön. Deswegen habe ich gesagt, komm, dann ne, wisst ihr Bescheid. Leute, wir sehen uns. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.